Im Rahmen der Eigenschaften trigonometrischer Funktionen werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man vom Funktionsterm einer Sinus- oder Cosinusfunktion zum Schaubild bzw. Kurve kommt. Ein kleiner Hinweis dazu: Wenn die Eigenschaften trigonometrischer Funktionen nicht so gut bekannt sind, damit meine ich Verschiebung, Streckung, Spiegelung und so weiter, dann empfehle ich zuerst das Tutorial über die Eigenschaften anzuschauen. Entweder ihr durchsucht die Playlist, in der ihr auch dieses Tutorial gefunden habt, oder am Ende dieses Tutorials werde ich oben ein paar Infokarten einblenden. Da die Problematik schon anhand der Überschrift klar sein sollte, gehen wir jetzt zu der Voraussetzung für ein einfaches Lösungsweg. Das Wichtigste ist, dass man die Eigenschaften der Funktion in der richtigen Reihenfolge ablesen tut bzw. am Schaubild einträgt. Dazu schauen wir uns das allgemeine Term einer Sinusfunktion. Natürlich verläuft das Ganze identisch auch für die Cosinusfunktion. Und unser Ziel ist, diese Eigenschaften in dem recht abgebildeten Schaubild einzutragen. Dafür deute ich jetzt die wichtigsten Stellen kurz an der x-Achse ein. Das bedeutet, hier haben wir 0, hier in der Mitte ist natürlich Pi halbe, Pi, 3 Pi halbe, und 2π an dieser Stelle. Ich glaube, die y-Achse ist gut ablesbar, deshalb können wir loslegen. Die erste Eigenschaft, die man bestimmen sollte, ist die Periode. Für die Periode kennt ihr eine Formel, und zwar 2π durch b, also 2π durch die Zahl, die vor dem x steht. Gehen wir davon aus, damit das Ganze ein bisschen leichter zu verdauen ist, dass b 1 ist an dieser Stelle. Das bedeutet, die Periode ist dann entsprechend 2π durch 1, also 2π. Ich deute sie jetzt kurz hier an. Also, Periode läuft von 0 bis 2π. Das bedeutet, das hier wäre unsere Periode. Damit habt ihr die x-Achse dimensioniert. Als nächstes solltet ihr die Verschiebung auf der y-Achse eintragen. Das bedeutet, das ist dieses d hinten. D bezeichnet man auch als Mittellinie der Funktion. Und zwar, die dient ganz gut zur Orientierung. Gehen wir davon aus, dass d in diesem Fall 1 ist. Das bedeutet, hier bei 1 können wir die Mittellinie eindeuten. Wir erinnern uns, die Mittellinie ist die Linie, die vom Hoch- und vom Tiefpunkt den gleichen Abstand hat. Und dann kommen wir auch gleich zu der Lage der Hoch- und Tiefpunkte. Die wird durch die Amplitude festgelegt. An dieser Stelle denken wir uns wieder für die Amplitude den Wert 1. Das ist ja auch gleichzeitig die Streckung auf der y-Achse. Das bedeutet, vor der Mittellinie wird die Funktion eine Einheit nach oben gehen und eine Einheit nach unten. Kurz gesagt, das sind die Grenzen, wo dazwischen unsere Funktion hin und her pendeln wird. So. Und weil es jetzt eine Standard-Sinus-Funktion ist, werden wir uns auch grob jetzt an dieser Stelle des Verlauf von diesem Schaubild kurz andeuten. Also, wir starten hier, dann haben wir einen Hochpunkt bei Pi halbe, dann bei Pi unser Wendepunkt, Tiefpunkt ist bei 3π halbe und bei 2π wieder ein Wendepunkt. Damit kurz gestrichelt angedeutet, so müsste unser Funktionsterm aussehen. Am Ende kann es natürlich auch vorkommen, dass die letzte Eigenschaft auch noch auftritt, und zwar die Verschiebung auf die x-Achse, das ist dieser c. Und wir erinnern uns, das Minuszeichen vor dem C bedeutet, dass wir nach rechts verschieben. Wenn hier ein Plus entsprechend steht, würde bedeuten, dass wir nach links verschieben. Damit das Ganze jetzt nicht so trocken ist, wähle ich jetzt für C einfach den Wert Pi halbe. Das bedeutet, wir verschieben die Funktion um Pi halbe nach rechts. Entsprechend wird dann jeder markante Punkt um genau Pi halbe nach rechts verschoben. Also, dieser Anfangspunkt landet dann hier, der Hochpunkt landen dann entsprechend auch weiter Pi halbe nach rechts. Dann der nächste Punkt geht auch um Pi halbe nach rechts. Der Tiefpunkt ebenfalls so. Und der letzte Wendepunkt auch. Und am Ende können wir die fertige Kurve zeichnen. Also von den bereits bestimmten Punkten kann ich jetzt sie alle verbinden. Und das Schaubild dieser Kurve zeichnen. Natürlich kann man bei Bedarf auch die Kurve nach links und nach rechts erweitern. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen theoretisch zu trocken war,
werden wir uns gleich anhand von ein paar Beispielen anschauen, wie das Ganze genauer funktioniert. Zu unserem ersten Beispiel. Ich habe jetzt eine relativ leichte Sinusfunktion ausgewählt. Also, wie bereits besprochen, unser Ziel ist, Schaubild dieses Funktionsterms zu erstellen. Dafür erinnern wir uns an der allgemeinen Gleichung einer Sinusfunktion beziehungsweise oben rechts auch an den Standardschaubilder der Sinus- und Cosinusfunktion. In diesem Fall interessieren wir uns nur für die Sinusfunktion. Die sind ganz praktisch zur Orientierung. Wir werden jetzt die Reihenfolge verfolgen, die wir vorher angesprochen haben. Also, das bedeutet, zuerst fange ich mit der Periode an. Die Periode ist dann 2π durch b. Und wir können ganz gut erkennen, b ist in diesem Fall 1, das ist immer die Zahl vor dem x. Also 2π durch 1 sind dann entsprechend 2π. Das können wir dann jetzt an unserer x-Achse dimensionieren. Also hier ist 0, nur ein bisschen besser markiert. Hier ist π, hier sind 2π. Und günstig ist es immer, wenn man diese Periode in vier gleichen Bereiche aufteilt. Das bedeutet, es wäre hier empfehlenswert, noch π halbe bzw. 3π halbe zu markieren. Also, das war unser erster Schritt. Zum zweiten Schritt. Und zwar die Verschiebung auf der y-Achse oder die Mittellinie. Also, unser d ist 1 und das tun wir hier kurz andeuten. Also, das ist die Mittellinie. Und entsprechend anhand der Mittellinie können wir natürlich auch die Amplitude eintragen. Die kann man auch ganz gut hier an der Stelle ablesen. Das ist unser dritter Schritt. A ist gleich 2. Das bedeutet, von der Mittellinie wird die Funktion 2 Einheiten nach oben gehen. Ich deute das jetzt hier so an. Und 2 Einheiten nach unten. Also entsprechend bis minus 1. Also in diesem Bereich wird unsere Funktion hin und her pendeln. Eine Verschiebung auf der x-Achse gibt es sowieso nicht, deshalb haben wir nur diese drei Schritte und jetzt versuchen wir das Ganze einzutragen. Es handelt sich um eine positive Sinusfunktion, weil vor der Amplitude ein positives Vorzeichen steht, deshalb startet sie wie oben dargestellt wie die normale Sinusfunktion. Hier an der y-Achse mit dem Wendepunkt, dann werden wir bei π halbe unser Hochpunkt haben, bei π unser nächster Wendepunkt, entsprechend bei 3π halbe unser Tiefpunkt. Und hier wieder ein Wendepunkt. Also, wenn ich das Ganze jetzt miteinander verbinde, dann ist das die Skizze, die dieser Funktion entspricht. Als nächstes Beispiel habe ich eine Kosinusfunktion ausgewählt. Unser Ziel ist ja bekannt, wir wollen ja die Funktion zeichnen. Dafür erinnern wir uns an die allgemeine Gleichung einer Kosinusfunktion mit grün dargestellt und an das Schaubild der Kosinusfunktion, das ist das blaue Schaubild oben rechts in der Ecke. Von der Reihenfolge oder an der Reihenfolge ändert sich gar nichts. Das bedeutet, wir fangen wieder zuerst mit der Periode an. B ist in diesem Fall Pi halbe und damit können wir dann die Periode bestimmen. Periode ist 2Pi durch B, also 2Pi durch Pi halbe. Wenn wir dieses Doppelbruch auflösen, dann haben wir 2π mal 2 durch π. Entsprechend kürzen sich die π's weg und dann bleibt nur noch 4. Damit können wir auch wieder unsere x-Achse dimensionieren. Also ich markiere hier die wichtigsten Stellen. Wir haben hier 0 und hier 4. Das ist unsere Periode. Wir haben vorher schon gesagt, es ist immer günstig, wenn man sie in vier gleiche Abschnitte aufteilt. Deshalb markiere ich hier an der x-Achse noch die wichtigsten Sachen. Also, der erste Punkt ist erledigt, jetzt gehen wir zum zweiten. Die Verschiebung auf der y-Achse, die beträgt minus 1. Also, kurz gesagt, unsere Mittellinie ist bei minus 1. Das wird das hier sein zur Orientierung. Also, das ist d gleich minus 1. Und anhand dieser Mittellinie können wir dann auch die Amplitude eintragen. Die Amplitude ist 1, also die Zahl vor dem Kosinus ist 1. Also a ist gleich 1. Das bedeutet, die Funktion wird eine Einheit von der Mittellinie nach oben gehen, kurz gesagt bis zur x-Achse, und eine Einheit nach unten bis minus 2. Was noch an dieser Stelle ausschlaggebend wäre, ist die Tatsache, dass vor der Amplitude ein Minuszeichen steht. Wir nennen uns, dieser Minuszeichen bedeutet eine Spiegelung an der x-Achse.
Das bedeutet, im Vergleich zu der normalen Kosinusfunktion, die jetzt hier oben rechts mit dem Hochpunkt auf der y-Achse anfängt, wird unsere Funktion mit einem Tiefpunkt anfangen, und zwar bei minus 2. Entsprechend wird dann bei 1 ein Wendepunkt existieren, dann bei 2 unser Hochpunkt, bei 3 wieder ein Wendepunkt und bei 4 wieder ein Tiefpunkt. Die Funktion ist ja nicht nach links und nicht nach rechts verschoben, also c ist 0. Deshalb können wir jetzt loslegen und unseren Schaubild zeichnen. Also, ich habe an dieser Stelle eine gespiegelte Kosinusfunktion ausgewählt, damit ihr auch erkennen könnt, was zu machen ist, wenn vor der Amplitude ein Minuszeichen steht. Für unser letztes Beispiel habe ich eine Funktion ausgewählt, die alle Eigenschaften besitzt bzw. vereint. Also wir haben eine Sinusfunktion, wir orientieren uns wieder an den allgemeinen Term einer Sinusfunktion und oben rechts abgebildet an der grünen Kurve, das ist das Schaubild der Standard-Sinusfunktion. Zu unserer ersten Eigenschaft. Und zwar, wir brauchen die Periode, dafür lesen wir wieder b ab. B ist in diesem Fall Pi Drittel, also die Zahl vor dem x. Und entsprechend mit der Formel 2 Pi geteilt durch Pi Drittel, wenn wir das Ganze auflösen, kriegen wir dann 6 raus. Das können wir dann an der x-Achse dimensionieren. Also die eine Periode läuft von 0 bis 6. Haben wir bereits gesagt, wir teilen das auf in 4 gleiche Bereiche. Also 1,5 spielt für uns noch eine wichtige Rolle und 4,5. Als nächstes die Verschiebung auf der y-Achse oder Mittellinie. D ist entsprechend 1. Das deute ich hier an dieser Stelle wieder gestrichelt an. Also das ist unsere Mittellinie. Und die nächste Eigenschaft ist natürlich die Amplitude. Und sie ist 2. Das bedeutet, vor der Mittellinie gehen wir jetzt 2 Einheiten nach oben. Also maximaler Wert der Funktion beträgt dann entsprechend 3 und 2 Einheiten nach unten. Deshalb der minimale Wert und die minimalen Werte liegen bei minus 1. Zuerst werde ich die letzte Eigenschaft weglassen, also diese Verschiebung auf der x-Achse, und werde schon mal das Schaubild andeuten. Es ist eine positive Sinusfunktion, das bedeutet, die startet dann auf der y-Achse, hier bei 1. Bei 1,5 werden wir entsprechend unser Hochpunkt haben. Hier wieder ein Wendepunkt, bei 4,5 dann ein Tiefpunkt und bei 6 wieder ein Wendepunkt. Ich deute sie jetzt kurz an. So, und das Einzige, was wir noch machen müssen, ist jetzt diesen vorläufigen Schaubild um genau eine Einheit nach rechts zu verschieben. Also, kurz gesagt, c ist gleich 1, deshalb wählen wir wieder jeden markanten Punkt hier. Fangen wir mit dem an und verschieben es um eine Einheit nach rechts. Dann wird das Endpunkt hier liegen. Also eine Einheit entspricht bei mir zwei Kästchen. Deshalb auch das hier um zwei Kästchen nach rechts verschoben. Entsprechend auch dieser zwei Punkte um zwei Kästchen nach rechts verschoben. Dann hier noch. Und am Ende hier an der Stelle noch nach rechts verschieben. Und dann noch die Endkurve zeichnen. Also durch die markierten Punkte ziehe ich jetzt noch die Endkurve durch. Und entsprechend können wir natürlich diese Kurve dann auch nach links oder nach rechts verlängern, wie man Bedarf hat. Damit wäre die Sache dann erledigt. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar gut gemeinte Hinweise. Als erstes die Tatsache, dass man auf die Reihenfolge achten sollte, indem man die Eigenschaften im Schaubild eintragen tut. Natürlich muss man dafür die Standardschaubilder von Sinus- und Kosinusfunktionen kennen. Und nicht zuletzt die tatsächlichen Eigenschaften wie Verschiebung, Streckung und Spiegelung müssen bekannt sein. An dieser Stelle erneut ein Hinweis: Wenn ihr damit noch Probleme habt, sucht bitte in der gleichen Playlist, dann gibt es noch ein passendes Video dazu.